Oh mein Gott, nicht dein Ernst! Alter, was ist denn bei dir? Nicht dein fucking Ernst, Alter. Junge, was ist mit dem Jungen verkehrt? Was ist denn bei Conny los, Alter? Jetzt hab ich fucking... Wieso mit Conny? Du spielst. Ja, aber das ist... das war mein Intro. Viel Spaß. Kannst du dich mal machen? Ja, hallo, ihr Lieben. Seid herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Minecraft Threes. Nach diesem Intro, was völlig ungeplant war, gucken wir uns das Desaster einfach mal an, was du bleibst. Man sollte vielleicht nebenbei anmerken, dass vor diesem Creeper, der jetzt aufgenommen wurde, schon mal ein Creeper explodiert ist. Und zwar auch irgendwie bei dem Haus. Ich wollte uns gerade also in den anderen Raum sehen. Switchen. Ach nein. Ja, wie geil. Stormy. Du warst ja in meiner letzten Aufnahme mit dabei. Du warst etwas leiser. Ja, dann dreh mich doch ein bisschen lauter, Alter. Ich dreh dich gerade auf, damit ich da volle Kanne reinballern kann. Und wir haben hier noch eine Rechnung offen. Der Kiros hat gesagt, dass er mich nur beleidigt in seinen Aufnahmen. Richtig, das ist das Einzige, was ich derzeit noch mache. Und genau. Weil Kev und ich ja den fettesten Beef hatten. Als nächstes kaputt mache. Und deswegen gibt's jetzt aufs Maul. Es gibt jetzt einen weihnachtlichen Boxkampf, Leute. Hab ich mir ausgedacht. Wir haben zwar eigentlich schon Frieden geschlossen. Und wir verstehen uns auch. Ja, natürlich. Wir waren auf dem Weihnachtsmarkt dieses Wochenende gemeinsam. Also aber da vorne nicht. Ein, zwei Glühwein. War schon die erste kleine Auseinandersetzung zwischen euch? Das hat man noch gemerkt. Also wir ziehen uns komplett aus, wenn ich das richtig verstanden habe. Wo habt ihr jetzt hier so direkt so ein Cage gemacht, also so einen Ring? Nein, das ist mein Grundriss, Mann. Hör auf den das ist der Cage. Also wer es noch nicht bemerkt hat, wir haben heute so eine kleine Chaos-Folge, weil auf meinem Kanal bisher die Folgen immer so fast allein kamen. Und ich habe Angst, dass ich Minecraft Free streamen darf. Genau. Das war mir nicht klar. Das war Kevin. Ich dachte, das darf ich nicht. Nee, das war Kevin. Wie Sturm einfach alles in der Hose. Das war Kevin nicht klar. Willkommen in meiner tollen Kommentarfolge. Ich glaube, mein Essen ist nicht komplett voll. Also dann, wenn du Essen hast, dann ist was. Ich habe kein Essen. Hast du Essen? Ja, klar. Ich geb dir was. Okay, lass mal noch voll, weil ich glaube, ich verliere gleich wieder was, nicht, dass das passiert. Gib einen Pack, ich hab hier Brot. Stummi. Alter, ich baue so eine krasse Arena für euch. Das ist so sick. Ey, weißt du, was das eigentlich werden sollte? Das sollte eigentlich das Haus des Weihnachtsmanns werden. Und jetzt das ist das Dirt-Haus. Es ist eine blutige Hahnkampf-Arena. Ja. Okay. Du kannst auch den Rest behalten, falls du zwischendurch Hunger hast. Wer halt beim PvP-Kampf schafft zu essen. Also, wir haben wirklich gedacht, mit Fäusten hat es halt mehr Skill. Man muss mehrere Hits setzen. Thema friedliches Bauprojekt. Ja, wollte ich gerade auch sagen. Thema friedliches Bauprojekt. der erste so, kleine. So ein richtiger Cage-Fight, so richtig dreckig noch mit Erde, Alter. Hat jemand noch einen Hahn dabei, den wir da irgendwie reinwerfen können oder so? Das ist ein Ei, vielleicht haben wir Glück. Ja, genau, mach mal so ein. Ja, genau, ich stachle euch dann immer an, Alter. Ich stachle euch an, ich stehe dann hier oben. So vielleicht noch so ein kleines Podest an der Seite. Das wird sick. Und dann sage ich immer so: Kämpft weiter! Und dann werfe ich euch so Eier gegen den Kopf, Alter. Geil! Ja. Ey, das ist gar nicht so unwahrscheinlich. Ich hab 5 Eier. Und zwischendurch immer so Waffen rein. So. Hast du gehört? Das ist gar nicht so unwahrscheinlich. Ich hab 5 Eier. Übrigens, wer immer noch nicht weiß, also wir battlen uns jetzt, weil Kev und ich hatten so einen kleinen Baumstreit. Wir waren gemeinsam auf der Baumschule und ich habe ihm die Fichte ausgespannt, während er die Tanne wollte. jedenfalls, er hat meinen Baum kaputt gemacht und deswegen müssen wir uns jetzt battlen. Yeah. Ja. Okay, lass uns die Hand geben. Wir haben hier Dreck ins Gesicht. Geil. Okay. Super, warte. Komm, hier, jeder in seine Ecke jetzt. Ich moderiere das Ganze hier. Alles gut. Ich brauche mal eine kleine Kabine, so ein kleiner Schutz, damit mir nichts passiert, Alter. Kein Blut. Aber du musst das wirklich professionell moderieren, Sturmi. Das ist dein Moment jetzt. Ja, okay, mach ich. Okay. Seid ihr bereit? Kev in deine Ecke. Nein, Ecke jetzt. Kev, geh in deine Ecke. Ich bin schon wütend. Okay. Ich hab schon ein halbes Jahr verloren. Seid ihr bereit? Ich bin bereit. Ja, okay, dann sag ich 3, 2, 1 und der Kampf geht los. Kev in der rechten Blüte. In der linken, da war kein Server, der Kreuz. Nochmal kurz hier. Kev kriegt schon was, wieder rausgeht aus Köln. Einfach nur kurz hier. Oh Gott, so wird das ausgetragen. Man prügelt sich, bis einer stirbt. Oh, jetzt da kommt wieder eine kleine Geheimfrage. Kev nochmal kleine Quote. Kev hat die bessere Kamera. Okay, Kedos ist tot, tatsächlich. Kedos ist tot. Wie viel Herzen hattest du noch? 3. Ernsthaft? Ja. Sag mal, Kev, hast du das geübt? Übst du heimlich Faustkampf? Ja. Ja. Yeah. Aber du so, ja. Ja, ich übe heimlich Faustkampf. Ja. Ich übe heimlich den Faustkampf, mein Lieber. Das habe ich jetzt aber auch schon lange nicht mehr gemacht, Faustkampf. Aber jetzt bin ich ganz gepumpt, ey. Ganz schön. Nochmal prügeln, ne? Ja.
Flumi, wollen wir uns auch noch prügeln? Einfach so, just for fun. Sollen wir machen? Ja, können wir machen. Ich will mich jetzt den ganzen Tag lang prügeln. Ich mache jetzt nur noch Faustkämpfe im Projekt. Das sind so die Projektregeln. Wenn du was von einem anderen abbaust, dann erstmal auf die Schnauze hauen, der Erste, der stirbt. Gibt's erstmal voll auf die Fresse. Das ist jetzt auch nicht mehr, also Leute, das ist ja mein Bauwerk hier eigentlich. Da zieht jetzt nicht mehr der Weihnachtsmann ein, sondern das ist jetzt der weihnachtliche Advents-Christmas-Boxring oder irgendwie sowas. Der Christmas-Boxring. Christmas-Boxring, jetzt komm her. So ein Dirt-Viereck, Alter. So, willkommen in die beste Bauprojekt der Welt. Sturmi, komm, ab. Töte mich mal kurz, oder gib mir mal Essen. Ich hab nichts zu essen. Ich hab auch nichts zu essen. Ja, das ist meine Beute. Ja, kommt zu mir und schnaut euch beim Siegeressen. Yeah. Schnaut euch beim Siegeressen. Okay. Aber Kev kann wirklich gut boxen, du. Also seine nackten Hände, wie sie da auf mich draufklatschten in Zeitlupe, war sehr, sehr schön. Okay, gut. Moderierst du, Kev? Wir brauchen ja wieder einen Schiedsrichter. Achso, ich wollte hier gerade weiterbauen. Der bescheißt doch sonst. Ich will jetzt in Kevs Ecke. Ich glaube, sein Schweiß bringt mir Glück. Okay, Kev baut weiter und Sturmi und ich boxen uns. Das ist jetzt Underground. Ja, warte, das ist nicht mehr offiziell. Er kommt jetzt gleich. Okay. Okay. Aber dann müsst ihr beide auch noch boxen, damit wir das auch noch mit drin haben. Weil. Dann können wir so den Box-Champion hier. Die ganze Folge besteht nur aus. 3, 2, 1, prügelt euch. Okay, Oh Gott. Jo, Oh mein Gott, der Sturmi, Ich hab gerade einfach 5 Minuten lang gar nichts mehr getroffen. Ist das noch legal, Freunde? Ist das noch legal? Ja, Hahnenkampf, Kinder. Ich hab das Gefühl, hier ist einfach Glasknochen. Ja. Wie viel Herzen hattest du noch? 3. Sag mal, wieso habt ihr immer noch 3 Herzen? Was ist denn bitteschön los? So, Gero, okay, wie Spaß bei deinem Grundriss, muss man schnell Connys Sachen das, wieder heilen. Das ist bestimmt absolut krasse Kill-Aura, ey. Ja, ich. Das ist übertrieben. Ist aber übertrieben. Vielleicht einfach nur Anti-Skill-Aura. Ja, die hab ich grundsätzlich aktiviert. Jetzt geht's. Ey, wirklich, ich schwör's dir, hätte ich ein Holzschwert gehabt. Ja, ich hätte dich so kaputt gemacht, Alter, was? Wollen wir es mal probieren? Okay, prügeln wir uns auch noch mit Schwertern? Nur mit Holzschwert. Okay, ich mach mal ein Holzschwert. Ey, die Folge besteht nur aus schlechtem, also aus, von meiner Seite aus, aus schlechtem PvP. Ich werde aber auch immer so aufgeregt, wie so ein kleines Kind. Ja. Boah, jetzt werde ich wirklich böse langsam. Das ist okay, Kev, du warst schon immer, du bist schon unsympathisch geworden. Das ist kein Problem, mach ruhig weiter. Unsympathisch? Okay. 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 Also das kann ich jetzt nicht nachvollziehen. Kiros, guck mal, jetzt klingt das anders hier, Kiros, guck mal. So ja, besser, ja, ist schön geworden. Willst du nicht irgendwie auch LP mit unsympathisch? Kanalname kann man jetzt ändern, das ist vielleicht frei. Alter, jetzt, ich habe mir erst ein Holzschwert gemacht. Kev. Finde ich jetzt ein bisschen frech? Mann. Ist okay, also was bei euch abgeht, ey. Ja, so. bei uns ist richtig Beef angesagt, ey. Ja, also... Damals noch bei Minecraft Hero waren wir noch gemeinsam am Start und jetzt haben wir immer Beef. Wirklich? Daran können wir uns nicht erinnern, also... Ich kann mich da... Oh, jetzt kommen wieder die Gegner. So, hier ist kommen wieder die Gegner. Ne? Ich muss hier definitiv einen Zaun um meinen Baum bauen. Okay, ja, wollen wir uns noch mit Holzschwertern prügeln oder wie machen wir's? Meinst du, das macht wirklich Sinn? Ja, warum denn nicht? Das macht auch Spaß. In der Folge kriege ich eh nie was gebacken. Meine Folgen bestehen daraus, irgendwie andauernd nur zu labern und irgendwelche anderen Häuser vorzustellen. Ja, dann macht ihr ein Holzschwert und ich, packe, nimm mir deins einfach. Ja. Mach den Holzschwert und ich nehme mir deins. Ja, weil solange ich bis ich einsortiert habe, ist es sowieso wieder. Was wollten wir jetzt noch? Auch alles. Doch, also ich bin schon wieder im in der Weihnachtsarena. Ja. In der Weihnachtsarena. Im Weihnachtsboxring. So wie es sich gehört. Okay, Kev, also, lass uns das jetzt ein für alle mal klären, okay? Was ist das hier für ein dreckiger Block? Wolltest du pflichten oder was? Nee, ich hab ihn gerade kaputt gemacht. Geil. Kev hat immer Brot dabei. Er ist wie St. Martin. So, okay. 3, 2, 1, go! Oh Gott, jetzt sehe ich das gar nicht. Oh shit, ich hab verloren. Bah! Meine Maus hat sich verdreht. Entschuldigung, ich hab mich gerade trotzdem ein bisschen gefreut. Ich hab einfach, du hast den ersten Hit so geil gesetzt, dass du mich zweimal hitten konntest. Ja, dankeschön. Den ersten Hit so geil gesetzt. Das ist einfach unglaublich. Ich muss echt sagen, well played. Ah. Boah, ich werde immer bei PvP in letzter Zeit, also wenn man, dadurch, dass ja in der ersten Folge Varo sehr schnell zu Ende war, werde ich immer super aufgeregt sein, heute, wenn ich irgendwas Varo mit PvP zu tun habe. Ja! Lol. Das ist nicht mitgerechnet, oder? Lol. So, okay. Achso, wir hatten in der letzten Folge noch ein bisschen offline gefarmt. Das habt ihr gar nicht gesehen, wir haben hier Fichtenholz und Hier stehen auch gekriegt. So Fichtenholzbäume jetzt, ne? Da hinten. Boah, was ist hier los? Guck wieder. Okay. Patrick kann gut rappen. Sturmi sieht manchmal aus wie eine Ente. Kev kann sehr gut fremde Sachen. Hast du noch nicht die Pinnwand der Liebe entdeckt? Nee, die hab ich noch nicht gesehen. Die hab ich schon vor 3 Folgen gebaut, oder? Die ist vor 3 Folgen? Ja.
Oder vor zwei oder so. Du bist tot sowas. In Varo? Das ist die Pinnwand der Liebe. Da schreibt man liebevolle Sachen über andere Teilnehmer drauf. Okay. Weil zu Weihnachten gehört ja auch einfach irgendwie dem anderen mal Komplimente machen, seine Gefühle offenbaren. Und deswegen dachte ich einfach, ich schreibe hier absolut nicht ironisch und absolut nicht sarkastisch gemeinte Sachen hin. Okay. Ja. So ist es. Ketos stinkt, er kann sich nicht gut waschen. Das ist aber freundlich, Kev, von dir. Du kannst Mensch. Es gut, aber halt nicht gut. Ja, okay. Concrafter ist so schön wie Butter. Ich mag Butter. Ja, das ist auch geil. Ja. Butter. Ich mag Butter. Butter, einfach nur so schön wie... Ich weiß jetzt nicht, was ich mit dem Boxring machen soll. Den lass mal schon stehen, oder? Ja, das... Ich find, oh mein Gott, ich hab kein Schwert dabei. Ha, Zombie. Ach, jetzt eigentlich. So, warte, ich baue das hier nur, dass man richtig reinlaufen kann, dass die Sprecherkabine auch wirklich schön aussieht. So, jetzt halt hier die Frage. Meinst du, jedem zweiten Äste? Glaub schon. Ich muss auch mal gucken hier, was brauche ich denn mal für meinen... Nein, dummer Creeper. Okay. Ey, ich habe so ambitioniert mit dem Projekt angefangen, ne? Und dachte mir so, ey, in dem Projekt baue ich jetzt mal echt schöne Sachen. Und jetzt ist mein Endprodukt hier in der Folge ein Boxring aus Dreck, den ich nicht mal selbst gebaut habe. Das ist irgendwie, keine Ahnung. Irgendwie funktioniert da was nicht nur ganz gut. Irgendwas ist ja so ein bisschen, Leute, schief gelaufen. Ich weiß ja nicht, ne? Aber dafür ist der Rest voll schön. Ja, ist wirklich schön. Also, falls ihr euch wundert, was das hier ist, das ist kein Harry Potter Gebräu, sondern das ist einfach Ingwer-Tee mit Honig, weil ich tatsächlich ein bisschen Husten habe. Ich dachte, du erklärst jetzt einfach nochmal das Projekt. Falls ihr euch wundert, was das hier ist, ne? Ganz leicht. Gute Besserung, Kev. Danke. Ich hab gehört, keine fremden Sachen abbauen, Hilfen bei Halsweh. Nochmal in den Ring. Immer einen draufsetzen, das finde ich richtig. Entschuldigung. Es ist einfach, das saß so schwer und so tief, dass. Aber jetzt ist gut. Wir haben ja den Shit jetzt One for All gesettelt und sowas. Ist ja jetzt alles in Ordnung. One for All. Wo sind wir denn hier? Ich mach nichts Produktives in der Folge. Ich renne nur rum. Aber wo ist der Unterschied zu jeder anderen Folge? Digga, ich habe hier schon ein Haus gebaut. Wieder ein Tiefschlag. Aus Dreck oder was? Wie die Folge. Sollen wir das jetzt mit dem Dreckring? Ich finde den hässlich. Ich baue den jetzt wieder Vorsicht, ab. Der Boxring. Vorsicht, Creeper zu dir, lauf. Der Boxring war jetzt eine einmalige Sache. Ich baue den wieder ab. Habt ihr den Creeper gesehen? Nee. Da war ein Creeper, der war schnurstracks auf dem Weg zu euch. Der war wirklich nur ein, zwei Blöcke von euch entfernt. Wir sind eh bei mir. Alles gut, okay, ja, wie sagt er auch eine Weihnachtsmütze auf den Creeper bei mir? Wegen dem Pack? Ich habe mir auch noch extra eine Weihnachtsmütze bestellt für das Projekt bestellt? Hier. Ja, bestellt. What the fuck, wo wohnst du, wo man keine Weihnachtsmützen also, nee, im Handel kaufen nein, kann? Nein, jetzt entspannt, ich gehe doch nicht raus, Alter. Jetzt, ne? Junge, wieso beleidigst du ihn? Nein, aber man kann doch überall Weihnachtsmützen kaufen, wieso beleidigst Alter? Du ihn? Was soll denn das jetzt? Ich habe noch eine hier, aber ich wollte eine, hab bei Amazon gesehen, da gab es eine mit so einem leuchtenden Bobbel. Product Placement. Genau, Product Placement für Weihnachtsmützen mit leuchtenden Bobbeln. Was? Da verdiene ich richtig viel Geld mit. Ja. Kauft jetzt Pudelmützen. Kauft jetzt Amazon. Kauft jetzt Amazon. Amazon komplett kaufen. Danke. Ich fand diese Folge bisher sehr lustig und sehr amüsant. So. Ich habe viel gelacht und bewiesen, dass ich mit einem Holzschwert auch mal einen Hit landen kann. Ich bin voll apathisch gerade und weiß gar nicht warum. Ich weiß auch nicht, du. Okay, ich habe offenbar zu wenig Fichtenholz gesammelt. Ich depp, das kann doch nicht sein. Du bist doch nicht blöd, Kev. Wer sowas sagt, ein Schelm. Ein Schelm, er ist, der sowas sagt. Und ohne Witz, ich hab nur eins. Irgendwer hat mir Holz geklaut. Du hast nur einmal gekokst, ja. Was? Ich hab bestimmt nicht nur ein Stack. Ich baue jetzt hier irgendwo ab. Ey, mein Kopf geht gerade komplett nuts, ey. Was für nuts? Was ist nuts? Mein Kopf geht gerade komplett nuts. Was ist nein, das? Nein, weil ich gesagt habe, ich hab Kopf nur einmal gekokst. Nein. Auf Englisch? Was soll das? Weil Kev gerade eben so, ich hab gesagt, ich habe nur einmal gekokst. Und Kev, ich habe bestimmt nicht nur einmal und dann irgendwas anderes. Ja, ich dachte auch gerade eben. Ja. Ja, aber was hat das mit Nüssen auf Englisch zu tun? Ich glaube, du hast gekokst, Alter, und das nicht nur einmal. Ach, Kev, du bist einfach so ein Charakter, weißt du? Das ist. Oh shit! Einfach geilo. Schon wieder ein Creeper? Einfach geilo, nee, Zombies, die mich irgendwie nicht angreifen wollen. Neben mir einfach stehen und mich angucken. Oh, ich wurde abgeschossen von einem bösen Skelett. Also ich weiß nicht, ob diese Bäume hier stehen bleiben sollten, aber... Ja, die werden jetzt abgebaut. Ja, mit Bäumen stehen lassen hast du es ja nicht so, ne?
Und jetzt geht weiter. Es ist halt so geil, wie einfach Kev und ich uns anderen nur den Ball hin und her werfen und Sturm einfach zwischendrin immer nur wie so bei so einem Rap-Battle. Wow! Ja, ja, ich bin der Rap-Battle-Zuschauer. Aber macht echt Spaß. Da sieht man auch echt, wie das bei den Rappern auch so ist. Auch so Larifari-Gelaber. Er hat ihn wieder gedisst. Nein, ich meine, weil bei uns ist ja keinerlei Aggression zu spüren. Ja, Leute, wenn ihr wisst, was nach den Aufnahmen aufgeht, ey. Ja, das ist Kasper, wir schauen uns da nicht mehr mit dem Arsch an. Ja, dann kommt direkt wieder. Tschüss jetzt, tschö. Hey, wie kommen diese Viecher zu mir hoch? Die können doch hier nicht über den Kopf hochklettern. Spinne. Also, hab ich nicht. Ich baue einen neuen Hasen. Also ich baue jetzt übrigens wieder für die Leute, die bei mir zuschauen, ich baue wieder das, was ich eigentlich geplant hatte. Dieses Weihnachtshausbaum-Dings. Das Weihnachtsbaumhaus. Dings. So, wir machen Ding. Mal hier so eins. Ding. Weihnachtsbaumhaus. Bei wie vielen Minuten sind wir denn hier, kleinen Wir sind bei 15 Minuten 30 minus Aufnahme. Ja, Mensch, das ist ja. Synchronisation. Also eigentlich. Krasse Zeit. Eigentlich perfekt. Ja. Also eigentlich könnte man. Ja. Jetzt aufhören mit Aufnehmen. Könnte man, ja. Das ist auf jeden Fall möglich. Also, Kev, hast du denn deine Weihnachtsmütze auch gerade auf? Klar, die habe ich auch, ja. Okay, gut. Hast du deine auch auf? Ja, meine ist noch nicht da, die kommt erst noch. Ja, die bringt einen Burger, hab ich gehört. Ja, ja, das hätte ich jetzt auch gesagt, ne? Ja. Das ist ganz klar, ja. Ja, alles klar, Freunde. Wir sehen uns in der nächsten Folge hier im Yam-Yam hier jetzt noch ein bisschen weiter. Yam-Yam. Ja, dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bleibt geil. Wenn es euch gefallen hat, ne? Ciao, ciao. Tschüss, ne? Tschüss.